Ihr wollt wissen, was ich mir hier zurecht bastel? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen angeschlossen. Rohre gelegt. Kabel dran. Kabel dran war da, glaube ich, noch bei. Wart ihr noch bei? Glaub nicht. Egal. Und wie ihr seht, das läuft. Wobei, manchmal gehen die hier hinten noch aus. Die laufen jetzt halt erst sehr langsam voll. Ja, also der dürfte jetzt gleich wieder sagen, keinen Bock. Bob, aus. Aber ja, hier funktioniert schon mal ganz gut. Das baut sich gerade langsam auf. Also es wird besser. So, jetzt setzen wir so eine Reihe nochmal einen hier drüber. Das ist so der Plan für heute und mal gucken, wie schnell wir damit sind. Vielleicht können wir unten drunter auch schon mal die nächste Reihe machen. Wobei, verdammt, ich hätte in die andere Richtung fliegen sollen. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie ich das da hinten baue. Und das ist ein Problem. Weil, gehen wir doch mal eben dahin. Fällt mir übrigens, wenn alles grün ist. Achso, den hier hinten hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt hatte, der ist untertaktet auf 44%. Okay, er will noch nicht so richtig laufen. Wie sieht es denn bei dem aus? Ah doch, aber das kommt jetzt. Und zwar, ich hatte hier noch irgendwie drei Reihen dahinter. Ich hatte überlegt, das hier so ein bisschen schräg zu machen. Ja, das sieht irgendwie doof aus an der Kante. Also was ich natürlich machen kann hier. Da unten ist das. Nehmen wir uns hier so ein Teil. Setzen die mal hier so mittig rein. Keine Ahnung, ob das gerade genau passt. Aber ist ja eh nur ein Beispiel. Dann nehme ich mir so eine Wand. Und dann kann ich die Wand nämlich da dran setzen. Das passt zufällig sehr gut. Das war wirklich Zufall. Und jetzt kann ich ja diese Wand von da. Hätte ich jetzt noch zwei zurücksetzen können. Also eigentlich wäre optimal gewesen, das da lang gehen zu lassen. Ja. Ja, komm, das machen wir jetzt. Also dann machen wir das auch richtig. So, also, dann habe ich gesagt, hier hin. Hätte ich das gesetzt. So, versuchen wir nochmal unser Glück. Jetzt wieder so gut geht. Okay. Das ist ja wirklich optimal. Bin so halb da drauf. So, dann war halt die Idee zu sagen, nein, wir nehmen uns hier Wand, sagen, wir suchen den Spaß, packen die da dran und dann gib ihm. Ja? So, darüber. Und irgendwo ist dann auch der Punkt, wo es dann wieder gut auskommt. Hier ist so. Hier sieht das so aus. Ja, ne, da geht schon los, dass es so drüber hängt. Also das wäre so eine Idee, den Spaß dann hier rauszunehmen, hier nur halbe reinzusetzen und dann geht das hier spitz zu. Vielleicht noch ein Stückchen weiterziehen, damit das von beiden Seiten spitz zugeht. Könnten wir auch mal eben machen. In der Hoffnung, dass ich das jetzt nochmal hinkriege. So, wir haben den hier schräg, wir haben den hier, wir haben den hier und dann muss das so stehen. Und dann nehmen wir uns dieses Teil, das sich da Wand schimpft, setzen die da dran. Das sieht gut aus. Nehmen den wieder weg. Falsch. Nehmen den, ziehen den darüber. Könnte man das ziemlich spitz zulaufen lassen. Der da muss weg. Und dann so. Okay, jetzt habe ich da hinten so ein X. Das wäre noch nicht mal so schlimm. Das kriegt man bestimmt noch ein bisschen anders hin. Ne? Aber das wäre so die Idee. Und dann von den Fundamenten her
Die invertierten Eckrampen. Ist eigentlich schade, dass es keine einfach normalen Eckrampen gibt. Weil es gibt die immer nur, also keine normalen Ecken, meine ich. Hier oben bei den Fundamenten fehlt ein Eckfundament. Aber gut. Morgen kommt ja Update 6, so wie sie es angekündigt haben. Ja, müssen wir einmal hier. Ne, bauen wir uns das mal. Hallo? Ich möchte gerne, danke. Dahin. Du möchtest dahin und du möchtest dahin. Jetzt wird natürlich die Spitze sowieso so ein Problem. Weil da kann ich wahrscheinlich nicht da tricksen. Jetzt will ich die Spitze so reinhängen. Irgendwo habe ich hier. Komm mal hier hin. Ich habe keinen Bock, jetzt durch irgendein Loch da runter zu fallen. Den nehmen wir. Packen ihn dahin. Sieht halt mal ein bisschen interessanter aus als immer nur dieses Gerade. Ich versuche mich ja zu entwickeln. Jetzt hätten wir das hier. Und hier hängt das noch. Ja, hängt das auf der Seite ein bisschen rüber, auf der Seite nicht. Das ist doch schon mal. Auch hier, das ist jetzt nicht mittig. Das ist doch kacke. Warte mal. Was ist denn? Da oben. So, so sieht halt doof aus. Ne? Ich müsste den so setzen. Dann habe ich aber da noch die Seiten voll. So ist natürlich auch doof, weil bringt mir nichts. Hier dran. Haben wir gesehen, bringt da nichts und da auch nicht. Außer ich mache den und versuche dann noch den. Dann hängt das wenigstens auf beiden Seiten über. Sieht mega beschissen aus, weil ich dann hier diese Kante habe. Ja. Ich habe aber auch irgendwie nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme das hier raus. Ja, wenn ich jetzt hingehe, ich nehme die Wand und sage, ich ziehe das hier so, das wird sogar noch gehen. Sieht dann aber blöd aus, sobald ich die rausnehme, weil dann habe ich da zwei Löcher. Was mache ich an den Löchern? Also Schrägbau ist hier so echt nicht geeignet. Und da wird es auch nicht passen, da wird es überstehen. Ich müsste jetzt einen Punkt finden. Selbst da haut das nicht richtig hin. Also irgendeinen Punkt finden, wo die genau an dieser Kante aufhören. Also genau dort. Was ich da natürlich machen kann. Und dann vielleicht auch noch sieht, ist hier eine kleine Betonsäule. So da reinsetzen. Sieht aber auch doof aus. Dann wäre schöner, wenn ich die von außen setzen würde. Aber dann macht er mit denen hier. Also so wäre schon. Gut, dann natürlich nach oben hin den Spaß zu haben. Ist hier vollkommen. Wer ist denn? Warte mal. Okay. Das war natürlich da am Ende. Nicht da jetzt hier, sondern. Ach, habe ich nicht. Okay. Schade. Wäre jetzt natürlich optimal gewesen. Hier einzelnes Fenster, so da rein. Da kann man wenigstens irgendwo hingucken. Sieht das aus überhaupt? Ich jetzt hier stehe und dann so da irgendwo hingucke. Also das hat ja wenigstens was. Ne? Da setzen wir jetzt doch erstmal hier die Wand hin. Da kann man auch drüber nachdenken. Ich lasse das jetzt erstmal so als Designvorschlag, weil den hätten wir ja auch von hier oben. Hier können wir einmal. Den hier machen. So, hätten wir das. Und wie gesagt, das wäre jetzt hier ein. Nur den weg. Wow. Ihr seht, was ich meine mit, ich will da nicht in die Löcher fallen. Komm. Vielleicht kümmern wir uns auch gerade einfach nur um Designfragen. Hat ja auch was. Ich hätte dich gerne da drin. Und da. So. Weil das sieht jetzt. Gucken, dass ich hier nicht. Weil, oh, das wäre ein Absturz. Das sieht hier vernünftig aus.
Da vorne, die Spitze, die gefällt mir so überhaupt nicht. Aber da weiß ich nicht, wie ich es besser machen soll. Hier mit Waterpipes. Da komme ich auch nicht irgendwie weiter. So. Ja, das ist so. Ich könnte jetzt noch überlegen, weil hier ist ja, ne, die. Was? Wie sieht denn das aus, wenn ich. Wobei, das kann ich nicht machen, weil. Weil das wird da reingehen, dann wird das da überhängen. Also. Das ist alles so. Was ist, wenn ich hier. Genau. Einen vorsetze. Den einen nehmen wir. Hatten den. Da Wand. Da Wand. Da Wand. Und trotzdem das Problem, dass wir hier diese Ecke haben. Aber wenn ich jetzt hier die geneigte Achterwand nehme. Dann komme ich hier hoch. Wenn ich jetzt hier eine normale Wand hinsetze, dann kann die schon weg. Das wird sogar gehen. Ne? Dann kann man hier eine Schräge hochziehen. Frage ist, was macht man hier? Wie sieht das aus? Rampenwand. Hier drauf kann ich die natürlich auch setzen. Aber das halt, wird halt hier echt schwierig, das dann irgendwie anzupassen. Müssen wir mal gucken. Aber das wäre eine Möglichkeit, damit umzugehen, ne? Ja, diesen. Also, bin ich noch nicht glücklich mit, aber irgendwas kriegen wir da hin. Setzen wir die Säulen mal eben. Betonsäule. So. So. Geht da hoch. Problem ist, oben ein Deckel drauf. Das sieht halt, also so geht gar nicht, ne? Sind wir uns einig. Die ist halt auch so doof. Kann ich. Hängt halt dann da raus. Sieht halt auch doof aus. Ja, vielleicht kann ich das von innen irgendwie verkleiden mit irgendwas, da weiß ich auch nicht. Das werden wir dann sehen. Also das sind so ein paar Ideen, die man jetzt hier noch bewegen, also machen könnte. Aber halt auch doof. So richtig doll ist das noch nicht. Gefällt mir alles noch nicht so richtig. Jo. Gehen wir hin. Tja, eigentlich den Plan. Die Idee gekommen. Update 6. Hörst du hier auf? Machst du Season 2. Fängst du von vorne an. Bisschen strukturierter. Anderer Schnittstil. Also überhaupt mal ein Schnittstil wäre vielleicht gar nicht so doof. So ein bisschen mehr. Stellt es euch vor wie Kibitz, wie Total Eclipse oder. Wen haben wir denn noch? Schuki, Trigi, all die ganzen. Ja, also die, die wissen, was sie tun, im Gegensatz zu mir. Aber das gefällt mir schon, mit dem Spitz zu laufen. Ich hau mich immer wieder in. Ne, das Problem ist, das Ganze kommt jetzt zu früh. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass das so früh läuft. Und das ist ein bisschen doof. Aber, mein Gott, irgendwas ist ja immer, ne? Ihr kennt das. Und, ja. Also schon mal direkt von Anfang an. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, wie ich das hier in schön lösen kann. Also grundsätzlich würde ich sagen, bis dahin kann ich schräg gehen und dann muss ich mir was einfallen lassen. Ob ich das dann irgendwie. Ah, schräg, aber sobald ich wieder schräg gehe, wird es halt nicht besser. Das ist ein bisschen problematisch.
Und naja, wir werden das hinkriegen, irgendwie. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie. Und das ist blöd. Das ist richtig, 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 richtig blöd. So. Dann gehen wir mal hier rauf. Und fangen an. Wir wollten hier ein paar... Ja, wie ihr seht, ich habe da rechts mal wieder was hingeschrieben, damit ich ungefähr weiß. Wir werden ein Problem haben, was Motoren und modulare Rahmen angeht. Die werden da hinten leider nicht schnell genug produziert. Müssen wir wieder den Server anschmeißen. Das ist, glaube ich, besser. Dann haben wir das Zeug wenigstens wieder, wenn es hier weitergeht. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen anderes Material noch hier reingepackt. Und so, jetzt muss ich aber gucken, dass ich den Beton irgendwie... Oh, den habe ich hier reingepackt und habe ich noch Zeug für andere Container. Weil im Moment so habe ich keinen Platz. Container waren unter Organisation. Und packen wir noch einen zweiten oben drauf. Der ist ja unwichtig, dass der so passt. Und dann da müssen wir einfach... hier habe ich schon Zeug einfach so hingeschmissen. Wir brauchen gerade... Strom. Ab 95. So, wir fangen da hinten an. Computer haben wir 10. Brauchen wir ein paar mehr. Verdammt. So war das. Dann die zusammen. Die hier rüber. So. Ah, cool. Ja, wieder voll. So. Mit denen hatte ich, glaube ich, keine Probleme. Jetzt brauchen wir 950 von den Kollegen hier. Falsch. Davon brauchen wir noch mehr. Von den Kollegen. Ja. Ah, siehste, passt schon nicht. So, einfach folgendes. Wir schmeißen den Shit hier rein. Sagen. Oh, haben wir zu viel. Okay. Also. Eins, zwei, drei, drei, und noch ein. Gummi haben wir noch gar nicht. Oh, rein da. Schön. Zurück. Rein da. Schön. Warum auch immer hier das durchläuft. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das da unten falsch reingekommen ist. Aber aus irgendeinem Grund laufen die... in den das falsche Ding rein. Da soll eigentlich Gummi automatisch reinlaufen. Also Gummi kommt jetzt auch tatsächlich direkt unten aus unserer Fabrik. Was ein Grund war, warum ich die da unten schon angeschlossen habe, damit hier schon mal was verbraucht wird und da wieder was läuft. Das läuft nicht optimal, aber... Hm? So, was fehlt uns denn noch? Jetzt fehlen uns die Kollegen da noch. Turbodraht. Turbodraht habe ich zu viel. Turbodraht habe ich zu viel. Zu viel ist gut. Weil bei zu viel kann ich sagen, tu mal weg. So, und Draht brauchen wir nämlich gerade mal 10 Rollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eigentlich ein halb, aber ne, ihr wisst. So, und jetzt brauchen wir noch, das war Gummi, jetzt brauchen wir noch die Kollegen hier. Dann nehmen wir jetzt, was wir können, weil mehr kriegen wir gerade nicht rein. Und dann fangen wir wieder an. Ich hatte mir das so angeguckt. Das hier ist... hier ist... Also hier ist Verteilung. Da bist du aber falsch, Kollege. Ich müsste mal anders bauen. Du musst nämlich hier hin. Das heißt, wir reißen das nochmal ab und haben eine Kiste hier liegen, oder? Nein. Okay, Gott sei Dank. Jetzt haben wir eine Kiste da liegen. Und da haben wir auch eine Kiste. Egal. Fangen wir an. Wir sagen... Oh, wo hatte ich jetzt gesagt, soll das hin? Also wir brauchen auf jeden Fall... Mir fehlt Beton. Echt jetzt. Was tun wir denn eben weg? Du gehst raus. Du gehst raus. Du gehst raus. Einmal Beton. Nehmen.
Oh Mann. So. Wir hatten gesagt, für den hier Mitte. Also erstmal, hier haben wir den Punkt, wo wir das haben wollen. Dann haben wir... Das geht gar nicht mal so leicht hier. Das habe ich mir zu eng gebaut. Wir brauchen da einen. Und jetzt brauchen wir von hier aus zwei zurück ein. Wie sieht das aus? Wenn ich den nehme und da hinsetze, sieht das doof aus. Wenn ich jetzt hier mit den... Ich will dich nicht klippen haben. Gar keinen Fall will ich dich klippen haben. Dann musst du leider einen hier hinkriegen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich habe ich da einen anderen Clip, aber... das wird gehen und dann können wir hier gleich den anderen Spaß machen. Und wie sieht das hier aus? E ist falsch. Es ist... Ja, es klippt da rein, wenn der pumpt, ne? Ja gut, damit kann ich leben. Also damit kann ich tatsächlich leben. Das ist halb so wild. So. Muss ich jetzt echt erst dort einen hinsetzen, damit ich dann einen Snappoint kriege. Funktioniert trotzdem nicht. Ich hatte... Hä? Jetzt gerade war doch hier einer. Warum snappst du so nicht? Ich habe beim Verlegen da unten was richtig Tolles gelernt. Danke. Und zwar, dass man... So. Du da hinten kannst weg, du kannst weg. So, damit haben wir schon unsere drei Richtungen. Mann, oh Mann. Und zwar kann man die... ich versuche das jetzt nochmal eben. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Da, 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 da. Wenn ich hier eine... Ihr habt das ja bei mir immer gesehen, wie ich das so schön geeyeballt habe. Wahrscheinlich für den einen oder anderen wird das jetzt ein absolutes... Ernsthaft, das hast du jetzt herausgefunden. Herzlichen Glückwunsch sein. Komm, runter. Klappt das hier? Warum klappt das nicht? Warum kriege ich jetzt hier keine... hier kriege ich den Scheiß hier drauf nicht? Das meine ich. Mit Steuerung kann der jetzt da ansnappen. Warum kann der jetzt da ansnappen? Warum snappt der hier nicht? Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich hier zwei... Na egal. Irgendwas ausprobiert. Ich wollte es euch zeigen. Auf jeden Fall, mit Steuerung kann man die Dinger zum Snappen bringen. Schau. Vielleicht klappt das noch bei dem... da unten. Bei den Kraftwerken. So. Dann versuchen wir uns mal. Wir setzen uns, wie schon unten, den Kollegen genau hier auf Kante. Und zwar, wir wollen den dahin haben und... Kommst du her? Da wollen wir ihn haben. So. Einmal runter. Oder wie mache ich das jetzt? Ich könnte natürlich auch eben erst, damit ich Stromkabel habe, weil die kann ich ja immer hier hinsetzen. Dann sind das 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das funktioniert übrigens ziemlich gut hier. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt kein bisschen mitgezählt. Wahrscheinlich ist das zu viel, was ich hier mache, aber egal. 1, 2, 3, 4, 5. Andererseits, ich muss ziemlich genau bis da hinten, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3. Brauchen wir schon nicht mehr. So, jetzt kann ich aber hier vernünftig von oben bauen. Jetzt habe ich so viel rumgelabert. Warum gehen die weg, wenn ich drüber komme? Na egal. Eigentlich sollten die da unten weiterlaufen. Ich hoffe, ihr lauft weiter. Okay, ihr lauft weiter. Hat sich auch schön stabilisiert. Das finde ich super. Und das gefällt mir sehr gut. So. Den Kollegen nehmen. 4. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Hier oben. Kommst du hin? Der dort. So, du bist auch. Ich habe jetzt mittig hingekriegt. Genau. Sehr gut. Das reicht natürlich nicht. So. Wow, das war. Ach, Idiot. Nicht ihr, ich. So. Und dann versuchen wir unser Glück nochmal. Wir hätten das gerne. Nein? Wo kommst du her? So. 2, 3, 4, 5, 7. Ach, da reicht schon das Gummi nicht mehr. Dann holen wir uns neues Gummi. Schön ist, wir können das ja jetzt hier reinsetzen. Und dann ist gut. Da habe ich das auch schon mal so weit gesetzt, dass ich das richtige Spacing habe, wie es so schön heißt. Gummi, Gummi. Hier oben ist Gummi. So richtig clever ist das jetzt gerade nicht. Das passt. Ja, würden 50 fehlen. Das lassen wir. Oh, wir haben bis zum Autosave gequasselt. Auch schön. Eieieiei. So, dann warten wir kurz darauf, dass der gute Mann hier speichert. Dieses Save-Game ist mittlerweile ein bisschen träge geworden, um es vorsichtig auszudrücken. So, dann haben wir dich. Wie viel brauchen wir denn da? So, rein damit. Das ist nicht genug. Er ist bei weitem nicht genug. Schwere modulare Rahmen habe ich 20 zu viel. Ja, das ist egal. Das wird. Ja, den könnte ich. Ja, wenn ich einen Platz mehr hierfür frei machen, aber. So. Dann gehen wir hin, nehmen uns den, setzen den einmal hier rüber. Ja. Und wir ziehen die Reihe einfach durch. So, fertig. Dann haben wir die hier. Jetzt gehen wir hin.
auf diese Seite. Problem ist, ich kriege hier, hier hinten ist der Strom gleich weg. Seht ihr. So. Kriege ich den von hier aus wieder. Also, machen wir wieder den Spaß hier. Strommast. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zum mittig. Was ist das? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ist da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toll, jetzt habe ich wieder dieses dämliche Lied im Kopf. I can only count to four. Ein Muppets-Cover, der von Let the Bodies Hit the Floor. Schwieriger Titel. 1, 2, 3, 4, 5. Aber immerhin, ich kann mehr als die Muppets, ich kann bis 5 zählen. Da hinten ist definitiv schon zu viel, da steht der nämlich mittendrin. Weil das ist, ne, der steht nämlich dann hier. Aber ja, dann können wir ja auch rausnehmen. So, ich brauche mal nicht. So. Die zweite Reihe mache ich später. Ich schließe auch diesmal, wie René es vorgeschlagen hat, später an. So, ich könnte eigentlich eben hier oben den einen hinsetzen, den ich hier haben möchte. Weil das war wirklich ein guter Hinweis. Mach doch erst die ganzen Rohre und schmeiß dann den Strom dran, weil dann sind die Kollegen hier deutlich entspannter. Dann läuft das nämlich erstmal voll und dann kannst du die nach und nach anschließen. Hat er vollkommen recht, habe ich nicht drüber nachgedacht, als ich das unten gemacht habe. Aber dafür sind die Kommentare da, dafür seid ihr da, zu sagen, ey, pass mal auf, das war eine doofe Idee, mach mal besser so. Das hilft dir. Finde ich super, nochmal vielen Dank dafür. So, jetzt machen wir wieder Material. Dann holen wir uns jetzt die Motoren, welcher war das? Das müsste der mittlere sein. Ich habe die ja genau so sortiert, wie sie da sind. Alles nehmen. Easy. Alter, also vollkommen easy. 750. Guck mal, kann ich sogar wieder ein paar zurücklegen. Eins. Ja, ein paar. Eins, zwei. Auch ansonsten bin ich nicht sonderlich clever mit dem hier rumgucken, ne? Wisst ihr. Da. Drei Stück weg. Jetzt haben wir wenigstens den Rest für die 50 hier rumliegen. Holy crap. So. Jetzt fliegen wir hier hin, sagen den dort dran. Dann können wir den Spaß nicht schön einmal durchziehen. Bam. Bam. Nach vorne zum ersten Kollegen hier. Du musst jetzt nämlich dahin. Und ab dann geht's wieder. Zack. Nee, nicht auf den Mast drauf, sondern daneben. Das wäre schon gut. So. Ja. Und da.
29, das sollte passen, war 29? Habe ich irgendwo wieder einen abgerissen? Weil dann passen nämlich meine Dinger nicht. Da müssen noch 31 hin. Ja, stimmt, ich habe ja welche wieder weggemacht. Passt schon. Ja, fliegen wir mal zurück. Holen uns eben die fehlenden 30 Stück da. Ich überlege gerade, wie mir am besten, wenn ihr sagt, ey, ich habe da eine geile Idee, wie du das designen könntest. Und ich weiß ja, die meisten von euch spielen das Spiel auch. Und sind wahrscheinlich auch zum großen Teil besser als ich. Logischerweise, weil, machen wir uns nichts vor, also der größte Spieler unter der Sonne bin ich jetzt auch nicht. Ne? Deswegen wäre es natürlich geil, wenn ihr sagt, ey, ich habe da eine Idee, wie du das machen kannst. Und ihr könntet mir einen Screenshot zukommen lassen. Das wäre natürlich mega. Aber ich kriege jetzt nicht auf die Schnelle einen Discord richtig hochgezogen, der dann auch vernünftig moderiert ist und so ein Zeug. Sondern da brauche ich schon länger für. Reddit wäre eine Möglichkeit. Aber dafür jetzt, also tut mir leid, dafür bin ich zu klein, um ein Subreddit zu machen. Hier könnt ihr mir logischerweise keinen hinpacken. Das ist die Reihe. Warum mache ich das nicht von vornherein so? Ach, welche Möglichkeit hätten wir denn noch? Twitter. Twitter ist eine Möglichkeit. Oder Facebook. Ich habe hier auch eine Facebook-Seite. Ah, Facebook, Sven's Factory. Ist auch oben auf meinem Kanal verlinkt, praktischerweise. Also über Twitter oder Facebook könntet ihr mir einen Screenshot zukommen lassen, um da mal reinzugucken. Wenn ihr sagt, für Design da vorne irgendwie diese Spitze, hätte ich eine Idee. Soll ich euch noch irgendwie aufschreiben, wie breit das hier war? Ne, das hatten wir doch, ne? 21 mal 45 war zu lang, das weiß ich. Aber die Breite ist 21. Daraus könnt ihr euch den Rest hier rausholen. Also, das wäre eine coole Idee. Und da wir ja bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze hier schön verkleiden und so noch ein bisschen Zeit haben, weil ich muss ja noch ein paar Etagen bauen und, ist das, glaube ich, ne, habt ihr ein bisschen Zeit, das zu machen? Was haltet ihr davon? Muss ja die Community auch ein bisschen mit einbinden. Auch wenn sie klein ist. Das macht ja nichts. Umso persönlicher kann man das ja halten. Geht es übrigens nicht darum, irgendwie eine Idee zu klauen, sondern ich weiß einfach gerade nicht, wie ich es in schön machen soll. Ja, durch das Schräge da hinten fände ich ganz geil. Wäre mal was anderes als... Oh, kann man von hier aus gar nicht sehen. Guck mal, da hinten habe ich wenigstens mal rund gebaut. Aber das kann man übrigens von hier aus sehen. Da ist ein Kasten, davor ist ein Kasten. Hier unten... da hinten ist ein gewinkelter Kasten mit Ecken. Also mit
es ist immerhin nicht nur mal nur viereckig, sondern hat auch Innenecken und geht um irgendwas drumherum. Da habe ich mal ein bisschen Pyramide versucht. Ja, aber ansonsten habe ich halt Kasten, Kasten, Kasten und da hinten irgendwo offene Kästen. Und Spaghetti. Deswegen, wenn wir vielleicht von Kasten... Ja, das wird dann hier ein Spitzerkasten, ist mir klar. Aber vielleicht können wir ja den Spitzenkasten auch gemeinsam als Community in schön machen. Was daraus einen schönen Spitzenkasten macht. Ja. So. Wir hätten jetzt das hier fertig. Wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde. Ich weiß, meine Videos sind immer lang. Ich bin auch schon überlegen, ob ich sie kürzer mache. Aber das wäre halt der Fall, sobald ich in eine Season 2 gehe. Aber ich fände es jetzt blöd, dieses Projekt hier unabgeschlossen zu lassen, neues Save anzufangen, hier noch nicht mal die letzten Parts gebaut zu haben. Ich bin noch nicht mal angefangen, da oben Phase 4 abzuschließen. Das wäre... Ich fände es doof. Weil ich glaube, dann ist für euch der Spaß auch komplett weg, wenn ich wieder von vorne anfange. Auch wenn ich da einfach mich anders ausprobieren möchte. Das klingt auch so, als würde ich jetzt, ich lerne gerade meinen Körper kennen. Wunderbar. So. Dahin. Jetzt ist die Frage, mache ich erst die Strommasten hier, weil die muss ich ja auch alle auf die gleiche Höhe stellen. René, übrigens, die Idee mit dem von oben machen, ja. Wäre, glaube ich, auch nicht so doof gewesen. Jetzt bin ich aber eigen und lasse das hier so in den beiden Etagen und auch in den weiteren werde ich es genauso weiterführen, einfach weil hat sich jetzt bei mir etabliert. Sieht jetzt einmal so aus. Und deswegen mache ich das jetzt so durch. Von oben wäre natürlich zumindest hier drunter schon mal cleverer gewesen. Aber seit wann mache ich was Cleveres? Ihr wisst das doch. Der Kollege. Okay, du willst tatsächlich, wenn, dann woanders. Ne? Sehr schön. So, hier. Und jetzt machen wir wieder den Spaß, dass wir sagen, wir packen hier einen hin. In dem Fall müssen wir... hier noch einen hinpacken. So, jetzt versuche ich das hier nochmal. Weil hier ist mir das aufgefallen. Ich bin hingegangen, habe den gemacht. Und dann habe ich, so, und guck mal an, wenn ich jetzt hier bin, der snappt genau hier an dieser Linie, das wollte ich euch gerade zeigen, hat nicht funktioniert, keine Ahnung, warum das bei normalen Rohr-auf-Rohr-Dingern nicht geht, aber hier funktioniert es. Ich kann das so machen und kann dann hier sagen, ich möchte gerne direkt in die einzelnen Apparillos reingehen und ist perfekte Winkel, so. Das wollte ich euch doch gezeigt haben. Mann! Also manchmal ist dieses Spiel auch nicht nett zu mir. Da sehe ich wieder wie der letzte Trottel aus. Und bin es in dem Fall mal ausnahmsweise gar nicht. Ich bin es oft, das weiß ich. Aber diesmal war gemein. Und wie gesagt, für die meisten von euch sowieso vollkommen egal, weil... Alter, was erzählst du uns? Das ist seit... Update XYZ drin. Das weiß doch jeder. Ja, ich offensichtlich nicht. Und ich bin auch mal stolz, was herausgefunden zu haben. Alleine. So. Komm, ich ziehe jetzt erst die hin, weil das hin und her geht mir ein bisschen auf den Senkel. Also nicht das hin und her fliegen, sondern das hin und her mit den Teilen, die ich brauche. Auch hier, ich meine, wir machen jetzt diese Reihe hier fertig. Ne? Und ich lasse dann auch schon mal das Zeug da reinfliegen. Laufen, meine ich. Die anderen Reihen mache ich dann wieder ohne euch, weil ihr braucht euch das nicht 17 Mal gleich anzugucken. Ne? Wie ich die anderen Etagen mache,
Weiß ich noch nicht. Also ich werde es nicht schaffen, bis Dienstag die durchzuziehen. Bis Mittwoch, meine ich. Vielleicht gehen wir auch am Mittwoch mal hin und gucken uns einfach mal ein bisschen um, was ist denn Neues in Update 6. Ich bin auf Experimental, wie man unschwer oben links erkennen kann. Warum sollen wir uns das dann nicht angucken? Vielleicht finde ich was, vielleicht nicht. Gibt ja ein paar Sachen. Morgen werde ich mir auf jeden Fall, sofern sie da irgendwie wieder einen Livestream oder so machen, den werde ich mir angucken. Ich würde es auch gerne live streamen, kann es nur leider nicht. Also das funktioniert leider nicht. Also schade, weil ich glaube, damit wird das, ne, mit euch zusammen wird das Spiel noch mal mehr Spaß machen. Ja, schönen Chat dabei. Das Ganze dann zu einer Aufnahme verwursten. Ich habe da mega Bock drauf. Und sobald ich das kann, sobald das funktioniert, hier technisch und auch also so, dass ihr nicht nur Currywurst seht, sondern vielleicht auch etwas, was man als halbwegs vernünftige Grafik erkennen kann. Oder halbwegs vernünftiges Video. Wird es das auch geben. Aber im Moment ist das einfach leider nicht drin. Ich hoffe, ihr habt da auch so einen Bock drauf. Wenn es dann soweit ist. Im Moment scheitert es nur daran, dass dieses kleine Münsterländer Glasfaserunternehmen oder diese zwei kleinen Münsterländer Glasfaserunternehmen einfach mal 70 Kilometer Glasfaser von ihrem Standort oder von ihrem Verteiler, wie auch immer, bis nach Oberhausen legen müssen. Wenn sie das gemacht haben, werden hier die Leitungen angeschlossen, ins Haus gelegt und dann können wir den Spaß machen. So, wir haben das hier drin. Das ist doch super. Dann passt das auch zeitlich ganz gut. So, das geht darum, da rein, darum. Dann hieß er nicht gesehen. Da dran, aber das würde so ein bisschen schräg stehen. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir nehmen uns den Kollegen, sagen hier, jetzt zwei, nehmen uns das Röhrchen, packen das Röhrchen da rein, packen das Röhrchen da dran. So, und jetzt läuft der Spaß. Da durch, läuft hier durch, läuft da rein und geht in die einzelnen Ottos rein. Das ist an der Stelle schon mal ganz gut. Ach ja, weil ich euch noch gar nicht gezeigt habe, weil ich mich auch schon gemacht habe. So, jetzt bastel ich mir das hier wieder kaputt. Ich habe, damit überall Ausgleich ist, habe ich auf dieser Höhe, also genau auf dieser Höhe, diese beiden und diese beiden miteinander verbunden, habe die jeweils hier miteinander verbunden. Das gleiche habe ich auf der anderen Seite gemacht und habe sie hier rüber verbunden. Das heißt, egal wo gerade was rausläuft, es wird von überall irgendwie gespeist. Damit, na, wie ihr seht, ihr pumpt jetzt alles wie blöd, nur um die Dinger da voll zu kriegen und unten und so. Damit das schön alles ausgeglichen ist. Und ich hoffe, dass ich damit auf jeder Leitung wirklich den gleichen Druck habe, gleiche Zeug drin, damit der ganze Spaß hier auch so funktioniert, wie er funktionieren soll. So. Was wir jetzt noch machen ist, ja, wir nennen es mal Infrastruktur, indem wir sagen, wir ziehen bis da hinten schon mal die Leitung. Dafür setzen wir uns den Kollegen, ja, den haben wir da schon stehen. Perfekt. Genau auf der Höhe. 1, 2.
Wir legen das Rohr hier so rum. Zack. Und dieses da dran. So, jetzt haben wir wunderschön das E lange gedrückt. Jetzt haben wir das nämlich hier so, dass der ganze Scheiß schön sauber einmal in die Richtung verteilt wird, in die Richtung verteilt wird, einmal hier dann lang geht und hinten der ganz hinten, das machen wir jetzt auch noch eben, den setzen wir jetzt auf 44%, weil pro Etage, also ich brauche nicht 95, sondern ich brauche 94,44, um den Spaß hinzukriegen. Um sauber ans Laufen zu kriegen. Hier unten 44% sind 66 Megawatt. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich das mit euch zusammen ausgerechnet habe. Wir haben ja gesagt, wir haben 756 oder sowas. Also, nein, komm, das rechnen wir noch eben. 1400 ist ja das, was wir hier haben. 3400 durch 4,5, weil das ist das, was wir verballern. Hm, das ist der Teil. So, das heißt, wir haben so viele und jeder einzelne davon bringt 150 Megawatt. Das heißt, wir haben danach 133,33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 3